Hallo, mein Name ist Frank Steinkopf. Heute wird es spannend, denn ich möchte Ihnen 10 Mythen über Linkshänder vorstellen. Und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, Sie werden überrascht sein. Erster Mythos. Der Anteil der Linkshänder liegt bei 5-15% der Gesamtbevölkerung. Das ist zu niedrig. Schauen wir uns die Tendenz an. 1950 betrug der Linkshänderanteil 1% an der Gesamtbevölkerung. Linkshänder mussten damals zu Rechtshändern werden. Da gab es Schläge auf die Hand für diejenigen, die links schreiben wollten. Der Arm wurde weggebunden. Das machen wir heute Gott sei Dank nicht mehr. Deshalb haben wir 7-10% Linkshänder. Aber heute werden noch viele Linkshänder nicht als solche entdeckt. Meine Erfahrung zeigt, dass der Anteil der Linkshänder rasant ansteigt, wenn Eltern, Kindergärtnerinnen, Krippenerzieherinnen, Pädagogen in den Grundschulen Kenntnisse zur Linkshändigkeit haben. Ein Erzieherteam war bei mir zum Linkshänderseminar. Und was passierte? Die Kindergärtnerinnen hatten mit dem Seminar 2 von 20 Kindern Linkshänder, also 10%. 3 Monate nach dem Seminar, sie hatten 3 weitere Kinder erkannt, hatten sie also 5 Kinder, 25% Linkshänder. Ich selber bin fest überzeugt davon, der Anteil der Linkshänder wird in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, Generationen auf 50% Linkshänder ansteigen. Jeder zweite Mensch ist Linkshänder. Zweiter Mythos. Kinder finden es selbst heraus, ob sie Linkshänder oder Rechtshänder sind. Meistens falsch. Einige wenige Kinder finden ihre Linkshändigkeit selbst heraus. Sie machen von Anfang an alles mit links und bleiben auch dabei. Viele Kinder wechseln stark im Handgebrauch. Ich sage es so, sie geben uns ein Rätsel auf. Das Linkshänder-Rechtshänder-Rätsel nenne ich es. Als Eltern schreiben wir vieles auf. Der erste Zahn, die ersten Worte, was die Kinder alles so machen in den ersten Lebensjahren. Machen Sie bitte Folgendes. Schreiben Sie auch auf, was Ihr Kind mit links macht, was Ihr Kind mit rechts macht. Dann lösen Sie das Linkshänder-Rechtshänder-Rätsel auf. Dritter Mythos. Es gibt Beidhänder. Nein. Meistens sind beidhändig agierende Menschen umgeschulte Linkshänder. Sogenannten Beidhändern ist es meistens nicht bewusst, dass sie in einer völlig rechtsorientierten Welt aufgewachsen sind. Vielleicht haben sie die Tätigkeiten, die Handlungen der Rechtshänder unbewusst kopiert, nachgeahmt und sind so zum Rechtshänder geworden. Mit der Beidhändigkeit ist es wie mit dem Geschlecht. Entweder Mann oder Frau. Entweder Linkshänder oder Rechtshänder. Man kann es aber immer herausfinden, wenn derjenige es möchte. Vierter Mythos. Gebrauchsgegenstände für Linkshänder sind Quatsch. Das ist falsch. Mit den Rechtshänder-Gebrauchsgegenständen, wie zum Beispiel Schere, Anspitzer, Computermaus, Dosenöffner, brauchen Linkshänder 30% mehr Energie. Die Mutter von Thomas, Linkshänder in der ersten Klasse, erzählte mir Folgendes. Der Junge wollte einfach nicht anspitzen. Seine Bleistifte musste immer die Mutter anspitzen. Dann bekam Thomas den Linkshänder-Anspitzer und fortan waren seine Stifte immer angespitzt und die Mama brauchte sich darum nicht mehr zu kümmern. Der folgende Satz gilt für Linkshänder und für Rechtshänder. Die richtigen Gebrauchsgegenstände erleichtern uns den Alltag und machen Spaß. Also, liebe Linkshänder, nutzt eure speziellen Gebrauchsgegenstände. Fünfter Mythos. Umschulung auf die schwächere rechte Hand gibt es heute nicht mehr. Doch, und das passiert täglich, überall, garantiert auch in Ihrem Ort. Wie ist das möglich? Unsere Welt ist völlig rechtsorientiert. Und diese rechtsorientierte Welt beeinflusst auch die Entwicklung Ihres Kindes. Das wissen die meisten Eltern nicht. 3 Beispiele, wie die rechtsorientierte Welt Kinder beeinflusst. Ein Kinderbuch für die ganz Kleinen. Hier lässt sich wunderbar das Bild drehen. Natürlich nur mit rechts. Mit links
ist nicht zu sehen. Wenn die Kinder die Hand geben zur Begrüßung, was hören sie dann vielleicht, die Zwei-, die Dreijährigen? Wir geben aber das schöne Händchen. Oder das Werfen. Im Kindergarten wird es geübt, zu Hause, in der Grundschule. Meistens wird es nur mit rechts gezeigt und nicht mit links. Ihr Kind wird also zum Rechtshänder gemacht und sie bemerken es gar nicht. Um das zu verhindern, ist Aufklärung wichtig. Mein Buch Schritt für Schritt mit Links ins Glück hätte ich vielleicht auch das Aufklärungsbuch über Linkshänder und Rechtshänder nennen können. Sechster Mythos. Linkshänder sind die besseren Liebhaber. Als Begründung wird dann angeführt, Linkshänder seien kreativer, fantasievoller, musikalischer, aber ist es nicht eine sehr emotionale, individuelle Sache, abhängig vom Geschmack eines jeden? Jetzt bitte mal alle Linkshänder zuhören. Die Rechtshänder hören mal für 10 Sekunden weg. Liebe Linkshänder, endlich hat es jemand herausgefunden. Werdet eurem Ruf gerecht. So, und jetzt bitte. Alle Linkshänder hören für 10 Sekunden weg. Die Rechtshänder hören zu. Liebe Rechtshänder, lasst euch nichts einreden. Seid die besten Liebhaber, die ihr sein könnt. Und lernt weiter dazu. Siebter Mythos. Linkshänder sind klüger. Nein. Linkshänder haben andere Stärken als Rechtshänder. So lösen Linkshänder Mathematikaufgaben, Textaufgaben aus einer ganzheitlichen Betrachtung heraus, gehen dabei gerne eigene Lösungswege und kommen zum Ziel. Rechtshänder gehen logisch, analytisch vor. Ihr Rechenweg ist klar und nachvollziehbar. Beide Wege führen zum Ziel. Wer ist dann klüger? Achter Mythos. Linkshänder oder Rechtshänder? Die Entscheidung fällt im Kindergartenalter. Falsch. Sie dürfen davon ausgehen, mit der Geburt ist die Entscheidung bereits gefallen. Bei einem Linkshänder-Vortrag betritt kurz vor Beginn eine hochschwangere Frau den Saal. Ich gehe zu ihr hin, sage: Herzlich willkommen. Sie kommen genau im richtigen Moment zu diesem Vortrag. Die Frau sagt: Bin ich zu spät gekommen? Nein, sage ich. Wann sollten sich Eltern mit dem Thema Linkshänder beschäftigen? Vor der Geburt des ersten Kindes. Oh, sagt sie, es ist bereits mein zweites. Und wenn Ihr Kind dann im Kinderwagen sitzt und den Keks mit links knabbert, dann haben Sie einen starken Zeiger dafür, dass es Linkshänder sein könnte. Und wenn Sie die Frage beantworten wollen, ob Ihr Kind, Ihr kleines Kind, Linkshänder oder Rechtshänder ist, nutzen Sie gerne meinen Linkshänder-Schnelltest für 0- bis 4-Jährige. Er wird Ihnen eine wertvolle Hilfe sein. Neunter Mythos. Linkshänder haben eine schlechtere Schrift. Nein. Wenn Linkshänder so schreiben, wie ich es ja zeige, dann haben sie eine genauso gute Schrift wie Rechtshänder. Das Blatt liegt etwas schräg, der Stift zeigt zur Schulter, der Stift wird mit dem Pinzettengriff gehalten, dann können Sie wunderbar schreiben. Die Hakenhaltung verhindert eine gute Schrift. Wer so schreibt, hat es echt schwerer. Schreiben ist eine Technik und diese Technik muss fachkompetent vermittelt werden. Zuständig sind dafür natürlich die Eltern, aber auch die Erzieherinnen in den Krippen, in den Kindergärten und natürlich in der Grundschule. Erlernen die Kinder die richtige Schreibhaltung, ist die Schrift genauso schön. Und diejenigen, die jetzt in der Hakenhaltung schreiben, für die habe ich einen Tipp. Man kann jederzeit die gesunde Schreibhaltung für Linkshänder erlernen. Zehnter Mythos. Unsere Gesellschaft ist auf Linkshänder eingestellt. Nein, das ist sie noch nicht. Nach wie vor leben wir in einer völlig rechtsorientierten Welt. Drei Beispiele aus dieser rechten Welt. Diese Spieldose funktioniert nur, wenn sie für den Rechtshänder gedreht wird. Der Linkshänder dreht so herum. Ein zweites Beispiel. Ein Student erzählte mir letztens, er wollte sich an der Uni am PC einloggen, dann die Maus auf links umstellen
Das funktionierte nicht. Die Maus war im System gesperrt dafür. Gerne frage ich die jungen Absolventen der pädagogischen Einrichtungen, welche Kenntnisse sie nach der Ausbildung zur Linkshändigkeit haben. Die Antwort lautet oft: keine. Insgesamt bemerke ich einen sehr positiven Trend. Wenn auch Sie möchten, dass das Thema Linkshänder sich viel schneller verbreitet, erzählen Sie es weiter. Liken Sie dieses Video, teilen Sie es. Vielleicht treffen wir uns auch mal zu einem Live-Seminar und ich lerne Sie persönlich kennen. Herzliche Grüße, Ihr Frank Steinkopf.